Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Meine Goodiebox ist heute angekommen, die für Mai. So schaut sie einmal aus. Und ich bekomme die Goodiebox einmal im Monat. Ich zahle 21,58 Euro dafür. Und wir schauen jetzt mal zusammen rein. Das ist jetzt erstmal der erste Blick in die Box. Na, das kann ich so richtig eingepackt, sonst ist das alles immer in dem Papier eingepackt. Hier liegt jetzt so ein bisschen was frei. Ja, hier habt ihr einmal den Flyer mit dem QR-Code, der bei mir ja leider nicht funktioniert. Da steht immer, ich muss mich anmelden und wenn ich mich anmelde, dann ist das irgendwie falsch. Keine Ahnung, was ich da falsch mache. Jedenfalls funktioniert das leider bei mir im Moment nicht. Und dann müssen wir jetzt mal so dadurch. Ja. Ich zeige euch jetzt die 5 Produkte, die in der Goodiebox sind. Ich habe mich ja gewundert, heute ist der 11. Mai, dass die schon da ist, weil ich habe gar keine Ankündigung bekommen. Und plötzlich, ja, habe ich die Box. Ich habe hier einmal eine Resiring-Maske, eine Maske fürs Gesicht. 45 Milliliter sind da drin von Flannery. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. So schaut die aus. Ja, ist eine italienische Marke, kommt aus Italien. Ihr habt hier hinten noch einen QR-Code, den könnt ihr scannen und dann erfahrt ihr mehr über die Maske. Ja, das mache ich jetzt einmal und dann erzähle ich euch dann mehr dazu. Ja, also das ist, wenn ihr jetzt trockene Haut oder entzündliche Haut habt, dann hilft das, eure Haut wieder auf den pH-Wert 5,5 zu kommen. Es glättet die Haut, soll feine Linien reduzieren und diese Maske kostet 54 Euro. Na, das ist ja schon eine Stange Geld. Einmal diese Maske habt ihr in der Box. Ich bin mal gespannt, was die kann. Das ist ein stolzer Preis. Das nächste Produkt, das ist von Gosch. Soft and Tinted Lip Balm mit Sonnenschutzfilter 15. Und wir mal einmal schauen. Ein Lippenbalm. Ah ja, das ist hier so eine weiche Spitze. Ich drücke mal ein bisschen, mal gucken, ob da was rauskommt. Ah ja, das ist die Farbe, die finde ich ja schön. Und so sieht das dann auf den Lippen aus. Gibt einen schönen Glanz. Ist halt ein schöner Lippenbalm mit etwas Farbe. Die sieht hier sehr kräftig aus, aber auf den Lippen oder auf der Haut, seht ihr, ne? Da gibt die halt viel Glanz und ist so ein bisschen rosé. Einmal ein Lippenbalm von Gosch. Zweite Produkt. Dann haben wir hier einen Nagellack von Emite. Emite Cosmetics. Das ist ein Glitzerlack. Ein Glitzernagellack. Was ich immer schön finde an den Glitzerlacken ist, dass der Nagellack da länger hält. Ne? Also wenn ihr jetzt einen normalen Nagellack drauf habt, eine schöne Farbe und ein bisschen Glitzer drüber macht, habe ich schon festgestellt, dann hält der Nagellack immer viel, viel länger. Von Emite. Kenne ich gar nicht die Marke. Einmal ein Nagellack. So, und das andere, das ist jetzt hier in dem Papier drin. Restlichen 2 Produkte. Da haben wir hier einmal von Antonio Axu Hair Mask Super Glow Clear Glade Treatment for All Hair Types Shine. Abyssinianöl und High Gloss Minerals. Das ist das hier einmal. Von der Marke hatten wir auch schon mal was in der Goodie Box, kann ich mich erinnern. Aber ob das nun so eine Maske war, das weiß ich nicht mehr. Ja. Eine Haarmaske. Machen wir mal riechen, wie die riecht. Na? Müssen wir hier aufmachen. Ich kann ja auch mal zeigen. Ja, das ist so eine Creme. Ich mache sie mir mal hier rauf. Ja. Richtig fruchtig riecht die. Mal schauen, werde ich mir mal auftragen, werde ich mal ausprobieren. Eine Haarmaske von Antonio Axu. Und das letzte Produkt hier drin ist ein Mind Hand
Sanitizer von Moshi Moshi Mind mit 70% Ethanol, 40 Milliliter sind da drin. Soll sein mit Moisturing-Effekt. Das ist so eine Desinfektionscreme für die Hände, ne? Okay, finde ich jetzt nicht so toll. Und gerade jetzt haben wir ja auch noch Sommer und Winter, da ist ja eher mal, dass man Angst vor Erkältungen hat und so und sowas vielleicht benutzt, aber im Sommer eigentlich weniger. Hier sind 67 Gramm Ethanol auf 100 Gramm Creme. Ja, hier steht ja mit Moisturing-Effekt. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen bei so viel Alkohol, weil Alkohol trocknet die Haut ja eigentlich aus. Mal aufmachen, mal schauen. Ah, die ist noch richtig verschlossen. Dann lasse ich die mal zu, weil ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich die mal verlosen. Box leer, waren 5 Produkte drin. Das ist einmal diese desinfizierende Handcreme. Dann haben wir da drin gehabt eine Maske fürs Gesicht, für trockene Haut, für entzündete Haut. Und das ist so ein bisschen ja, reinigend, gibt den pH-Wert wieder der Haut, einen natürlichen pH-Wert der Haut wieder zurück, 5,5. Ja, soll ein bisschen glättend sein. Eine Maske, die sogar richtig teuer war da. Durch den Code konnte ich jetzt auch den Preis sehen. Das waren 54 Euro. Dann haben wir diesen Lip Balm da drin. Den finde ich wirklich schön, auch von der Farbe. Einen ja, Nagellack. Ein Glitzerlack. Ich selber benutze gar keinen Nagellack. Aber ich weiß, ich habe auch Glitzerlacke früher gerne benutzt und dann hielt mein Nagellack immer länger. Ja. Und einmal von Antonio Augst diese Glow-Haarmaske. Ja, das waren die 5 Produkte in der Mai-Box. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was haltet ihr von der Box? Ich mag ja immer gerne Haarprodukte, also ist nicht schlecht, kann ich gebrauchen, so eine Haarmaske. Die Maske fürs Gesicht, die so ein bisschen auch reinigend wirkt, da ich ja auch zu Unreinheiten neige, finde ich auch sehr schön. Den Lippenbalm finde ich auch toll. Das einzigen oder die einzigen beiden Sachen, die ich jetzt für mich nicht gebrauchen kann, das ist einmal diese Creme, diese Handcreme, diese desinfizierende Handcreme. Und da ich ja nun zurzeit keinen Nagellack verwende, den Glitzerlack. Der ist aber sonst schön. Wenn man Nagellack verwendet, ist der ja schön. Aber das ist so ein Produkt, finde ich, das hätte jetzt nicht drin sein müssen. Na, ja. Sie haut mich jetzt nicht um, aber ich finde sie auch nicht schlecht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!